Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, 1. Johannesbrief, Index von C.I. Scofield, Verfasser Gott, Schreiber Johannes, Thema Gemeinschaft, Datum der Niederschrift 85 nach Christus. Der erste Brief des Johannes erweist sich durch das Zeugnis des Inhalts und durch den Vergleich mit dem Johannesevangelium klar als von dem Apostel Johannes geschrieben. Er ist ein Familienbrief, geschrieben von dem Vater an seine Kindlein, die in der Welt sind. Vielleicht mit Ausnahme des Hoheliedes ist er am vertrautesten geschrieben von allen inspirierten Büchern. Die Sünde eines Gläubigen wird wie die Beleidigung eines Kindes seinem Vater gegenüber angesehen und als eine Familienangelegenheit behandelt. 1 Vers 9, 2 Vers 1. Die moralische Regierung des Weltalls wird dadurch nicht in Frage gestellt. Die Sünde des Kindes als Verletzung des Gesetzes wurde am Kreuz gut gemacht und Jesus Christus, der Gerechte, ist jetzt Fürsprecher beim Vater. Das Evangelium Johannes führt über die Schwelle des Vaterhauses. Sein erster Brief macht uns dort heimisch. Ein zartes Wort wird gebraucht für Kinder, von dem griechischen Wort Technia, eine Verkleinerungsform, die bedeutet Kindlein, eben Geborene. Während Paulus sich mit der öffentlichen Stellung des Gläubigen als Sohn beschäftigt, denkt Johannes daran, wie nah der Gläubige dem Vater als Kind steht. Der erste Johannesbrief kann folgendermaßen eingeteilt werden. Die Kindlein und die Gemeinschaft, die Kindlein und ihre Feinde, die Kindlein und das Wiederkommen des Herrn, die Kindlein im Gegensatz zu den Kindern Satans, die Kindlein und die falschen Lehrer, die Kindlein werden gestärkt und gewarnt. 1. Johannes, Abriss und Gliederung zur Bibel von Robert Lee. Schlüsselwort Wissen, Erkennen, Gemeinschaft. Botschaft, das Leben der Gemeinschaft mit Gott, dessen Freude, dessen Sieg, dessen Sicherheit und Gewissheit. Schreiber. Der Brief wurde von dem betagten Apostel Johannes um das Jahr 90 wahrscheinlich zu Ephesus geschrieben. Er wurde nicht an eine bestimmte Gemeinde oder Person gerichtet, sondern an alle Christen. Zweck. Bald nach der Gründung der christlichen Kirche, der GDHTG, der Gemeinde der Heiligen der Gnadenzeit, das bessere Bezeichnung wie das unsinnige Wort Kirche, schlich sich ihr Lehren in die Kirche, also gegen die GDHTG, gegen die Gemeinde der Heiligen der Gnadenzeit ein. Bekehrte aus dem Judentum und dem Heidentum suchten den christlichen Glauben mit den Theorien ihrer früheren Bekenntnisse zu durchdringen. Dies führte zur Ketzerei und Abfall. Die Sekte der Gnostiker, die zwar die Gottheit Jesu zugab, aber seine Menschheit leugnete, hegte auch andere Irrtümer. Sie nannten sich selbst Gnostiker, das heißt Wissende, gebärdeten sich als die Aristokratie der Weisheit, rühmten sich allein die wahren Erkenntnis zu besitzen und sahen mitleidig und geringschätzig auf alle herab, welche altmodisch genug waren, den apostolischen Glauben festzuhalten. Zweitens. Zweierlei dachte Johannes an diese Irrlehre, als er den Brief schrieb. Ich wiederhole, zweifellos dachte Johannes an diese Irrlehre, als er den Brief schrieb. A. Kapitel 1, 1 bis 2 stellt er die Menschheit Jesu Christi fest, indem er bestätigt, dass der Apostel ihn nicht nur gehört, sondern auch gesehen und betastet hätten. Der Jesus Christus ist der Mensch vom Himmel, gezeugt von Gott, dem Heiligen Geist, in der Mutter Maria, natürlich nicht mit der Mutter Maria. Er ist der ewige, vollkommene, der Mensch vom Himmel, geboren als Jude hier auf dieser Erde.
B. Er stellt die bloß, welche diese Menschheit leugneten. C. Er betont mit Nachdruck, dass die Gnostiker keineswegs ein Monopol der Erkenntnis hätten, sondern dass der Christ, der wahrhaftig Gläubige, eine Erkenntnis besäße, die nicht wie jene aus menschlichen Spekulationen abgeleitet sei, sondern aus göttlicher Offenbarung herstamme. Die Worte Wissen, Erkennen kommen an die 30 Mal in diesem Brief vor. Das Studium nach Gegenständen und Stichworten. Diese Methode des Studiums ist wertvoll, indem sie uns hilft, die Lehre dieses Briefes zu erfassen. Nehmen wir zum Beispiel folgende drei Gegenstände: A. Liebe. Gottes Liebe zu Sündern. Das Ergebnis dieser Liebe ist Knechtschaft. Entschuldigung. Das Ergebnis dieser Liebe ist Kindschaft. Warum wir einander lieben sollten. Viertens. Was unsere Liebe beweist. Das Vorhandensein und das Fehlen oder das Fehlen der Liebe ist der Unterschied zwischen den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels. Warum wir Gott lieben. Was Weltliebe beweist. Zu wem Gottes Liebe vollendet ist. Das Ergebnis der vollkommenen Liebe. Zehntens. Und die große Tatsache ist, dass Gott nicht nur Licht ist, sondern auch Liebe. Stichwort Sünde. Ihre Allgemeinheit, zwei Erklärungen, was Sünde ist, warum der Herr herabgekommen ist. Es gibt eine Reinigung von aller Sünde für die, welche sie bekennen. Wir können wissen, dass unsere Sünden vergeben sind. Wir müssen nicht immer wieder in Sünde fallen. Wenn es dennoch geschieht, haben wir einen Sachwalter bei dem Vater. Das Geheimnis der Überwindung der Sünde ist, in ihm bleiben und sich bewahren. C. Wiedergeburt. Ihre Ersichtlichkeit und Ergebnisse, nicht verharren in Sünde, Liebe, Glaube, überwindet. Der Wiedergeborene wird bewahrt, heiliges Leben. Johannes, vier Begründungen. Johannes befasst sich in seinem Brief mit vier Ergebnissen eines Lebens mit der Gemeinschaft mit Gott. Ich wiederhole den Satz. Johannes befasst sich in seinem Brief mit vier Ergebnissen eines Lebens der Gemeinschaft mit Gott. Ein Leben der Freude, des Siegens, der Bewahrung und Erkenntnis. Gliederung. 1. Johannes schreibt, dass eure Freude völlig sei. Das Leben der Gemeinschaft ist ein Leben der Freude. Erstens, diese Christen, an welche Johannes schrieb, hatten Freude, Freude der Vergebung, aber er wünscht, dass sie zur vollen Freude, Freude der Gemeinschaft gelangen möchten. Zweitens, er führt aus, dass die Fülle der Freude das Ergebnis der Gemeinschaft sei. A. Mit dem Vater, B. Mit Jesum Christum, C. Mit unserem Glaubensgenossen. Er bemerkt, dass diese eng und sehr gesegnete Gemeinschaft bedingt wird durch einen Wandel im Licht, durch ein Bekenntnis der Sünde, durch Vergebung und Reinigung von der Sünde. Zweitens. Johannes schreibt auf, dass er nicht sündigt. Das Leben der Gemeinschaft ist ein Leben des Sieges. Erstens, das Leben der Gemeinschaft bedeutet Sieg. Deshalb brauchen wir nicht in Knechtschaft der Sünde weiterzugehen. Wir müssen nicht sündigen, aber leider können wir es. Zweitens, der Sachwalter bei dem Vater erhält unsere Gemeinschaft aufrecht. Beachte auch, dass die Sühnung keineswegs eine begrenzte ist. Drittens, Gemeinschaft bedeutet und hängt ab von A, dass wir gehorchen, B, dass wir nicht die Welt lieben, C, sondern unsere Brüder. Drittens, Johannes schreibt, ich habe euch betreffs derer geschrieben, die euch verführen. Das Leben der Gemeinschaft ist ein Leben der Bewahrung. Erstens, ihr Lehrer waren schon damals am Werk. Zweitens, aber die Gläubigen werden durch die Salbung von dem Heiligen sicher bewahrt. Drittens, die Gnostiker reden sehr viel, lebten aber nicht danach, anders aber sollten die Christen leben. Viertens,
Warum die Welt uns hasst. Fünftens, die Kennzeichen der falschen Lehrer. Viertens, Johannes schreibt, dass sie erkennen möchten. Das Leben der Gemeinschaft ist ein Leben der Erkenntnis. Erstens, eine Erkenntnis, die auf dem Zeugnis des Wortes und des Geistes Gottes beruht. Zweitens, für das, was wir wissen und erkennen. Betrachte die folgenden Stellen. Im Herrn Jesum Christum, der ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Zusammengestellt, grafisch hat das wie immer unser Bruder Antonino. Herzlichen Dank. Liebe Geschwister, dieser erste Johannesbrief eignet sich auch sehr zum Wortstudium. Dazu verwende ich persönlich oft die Clever Studienbibel oder natürlich auch Bible Works, aber das bekommt man nicht mehr, oder Logos 10. Aber mit der Clever Studienbibel 20 bis 30 Euro Einsatz hat man ein wunderbares Werk auf seinem Schreibtisch. Kann ich euch nur wünschen. Im Herrn Jesum Christum einen ganz schönen Tag.